Ich bin Asila Annette Taifur und Physiotherapeutin und Osteopathin. Osteopathie ist ein ganzheitlicher Ansatz. Also man kann den Menschen in seiner Ganzheit wirklich behandeln. Und das gibt uns einen ganz großen Behandlungserfolg. Oft kommen die Patienten zu mir, die schon ein langes Ärztehopping hinter sich haben, die eine unklare Genese haben. Die haben schon alles versucht, Physiotherapie, Akupunktur, die klassischen Methoden, Reha. Aber es kommen auch Patienten zu mir, die sich auf den Weg machen wollen, also emotional. Was mich wirklich interessiert, ist, die Menschen in ihrer Entwicklung weiterzubringen. Die stehen an einem Punkt und ich will ihnen vermitteln, dass es mehr Möglichkeiten gibt als das, was sie im Moment wahrnehmen. Das heißt, sie spüren wieder, wenn sie hier auf der Bank liegen, ihren Körper auf eine andere Art und Weise. Und sie können dadurch festgelegte Strukturen loslassen und diesen neuen Raum, den sie hier erleben, befüllen. Die Behandlung selber läuft wirklich also mit meinen Händen sozusagen. Ja? Also ich berühre den Menschen ganz sanft und fühle, wo sind Blockierungen, wo ist was fest, wo kann ich was wieder fließender machen. Und ich arbeite mich mit meinen Händen, die sich in den letzten vielen Jahren wirklich zu so kleinen Antennen entwickelt haben, mit einer guten Portion Herz dazu und Intuition, dann durch diesen Menschen durch. Ich bin selber Mutter. Meine Tochter inspiriert mich jeden Tag neu, also die Welt wieder neu zu entdecken, immer wieder neugierig zu bleiben auf diese Welt. Und ja, ich kann einfach wahnsinnig viel lernen von ihr jeden Tag und bin immer wieder Lernende auch mit ihr zusammen. Ich arbeite mit Erwachsenen, aber auch viel mit Babys und Kindern. Und was das Besondere an diesen Kindern ist oder an den Babys ist, dass sie noch nicht vorurteilsbehaftet sind, dass sie mich in meiner Kompetenz auch stärken, weil ich eine direkte, klare Reaktion bekomme. Ich suche auch nicht nach Fehlern oder Krankheit, sondern für mich ist es wichtig, Möglichkeiten aufzuzeigen und zu suchen und auch die Gesundheit zu finden, weil die ist da. Meine Vision ist es, die Menschen dahingehend zu unterstützen, wirklich sie selbst zu sein, also den inneren Kern zu entdecken, all diese Zwiebelschalen abzuschälen und zu entdecken, so das bin ich und das ist mein Kern und so möchte ich sein.